Herzlich willkommen zusammen zum großen Verschleißtest. Ja, die Frage ist häufig diskutiert: Was muss ich reparieren? Was muss ich nicht reparieren? Habe ich weniger Ernte, wenn ich da jetzt mit einer kaputten Maschine drüber fahre? Die Fragen möchte ich in diesem Video untersuchen und euch darlegen, wie viel das es ausmacht. Ich habe hier verschiedene Maschinen. Unter anderem habe ich hier einen Mähdrescher, der ist komplett neu. Dann habe ich hier einen Mähdrescher, da ist vorne das Schneidwerk neu, aber der Drescher hat schon 100% Schaden. Ich habe hier einen kompletten Drescher mit Schneidwerk in 100% Schaden und hier einen mit 50% Schaden. Und wir wollen jetzt einfach schauen, wie groß ist der Unterschied, wenn ich jetzt hier einfach mal eine Bahn dresche, beziehungsweise ja, wie viel Fläche muss ich dreschen, bis dann der Tank jeweils voll ist. Ich kann das einmal hier bei Raps testen. Dann haben wir hier vorne Gerste oder Weizen. Und ich habe vor, das Ganze auch noch einmal bei Kartoffeln zu testen. Genau. Dann haben wir Getreide und Wurzelfrüchte einmal getestet. Und ich kann dann jederzeit natürlich auch noch weitere Videos in diese Richtung machen. Bei einem Traktor macht es relativ wenig aus, ja. Er fährt vielleicht ein paar km/h langsamer, hat ein paar PS weniger, ja. Aber im Endeffekt kann man damit nicht viel verlieren. Also ein Traktor muss man nicht zwingend reparieren. Aber jetzt halt bei so einem Mähdrescher, da macht es definitiv was aus und ich würde einfach sagen, wir starten einmal mit unserer Referenzmaschine, die komplett neu ist. Seht ihr auch hier am Balken, und wenn ich die Geräte durchschalte, der Balken ist immer komplett voll. Fahren wir jetzt einmal hier hin und fangen da an mit Dreschen. Ihr werdet die Daten natürlich dann gleich alle schön aufbereitet in einer wunderschönen Grafik bekommen. Ausklappen. Na, falsche Fahrtrichtung. Einmal hier geradeaus fahren. Es ist natürlich bei Raps so, dass da der Tank relativ langsam sich füllt. Deshalb werde ich jetzt einfach mal genau eine Bahn fahren. Und damit können wir schon mal ziemlich viel Daten rauslesen. Denn die Bahnen sind alle immer gleich lang. Das ist das Schöne hier an diesem Feld. Das ist quasi so die ersten zwei, die Unterscheidung zwischen Drescher, hier ein neuer Drescher, der andere Drescher komplett kaputt, was wir da einen Unterschied haben. Aktuell hier unterwegs mit dem kaputten Drescher und dem neuen Schneidwerk, damit haben wir 655 Liter. 655 Liter und hier hatten wir 1091 Liter, das sind einfach mal, ja, 400 Liter Differenz. Das ist eine ordentliche Menge. Das sind, ja, 40% die Ecke. Aber wir rechnen uns das in der Tabelle ganz genau aus. Zum Vergleich hier ein Drescher, der komplett verschlissen ist. Schneidwerk und Drescher. Es ist nicht nur so, dass der weniger erntet, sondern er fährt auch deutlich langsamer. Ich kann jetzt nur 7 km/h fahren. In der ersten Bahn waren es 10, 11 oder 12 km/h sogar. Massiver Unterschied. Langsamer und natürlich auch noch weniger Ertrag. Sehr interessante Erkenntnis hier. Ich habe jetzt hier den Drescher, wo Schneidwerk und Drescher zu 100% verschlissen waren. Ihr erinnert euch, vorher hatte ich ja ein Schneidwerk, was nagelneu war. Und wir haben in beiden Fällen 655 Liter im Tank nach der einen Bahn. Bedeutet, der Schneidwerkszustand ist völlig egal. Es kommt einfach nur auf den Drescher drauf an.
Aber natürlich sieht es auch doof aus, wenn das Schneidwerk total verranzt ist und der Drescher nagelneu. Nachdem nun Raps und Weizen gedroschen wurde, geht's weiter im Test hier mit Kartoffelernte. Ich habe hier jetzt mal einen Grimmeventor, der hat 100% Schaden. Der hier 75, glaube ich, genau. Und da hinten steht noch einer mit 50 und mit 0. Und jetzt werde ich, komm, wir fangen mit dem hier an. Einmal so eine komplette Bahn fahren. Und dann schauen wir auch mal, wie sich das Ganze hier bei den Kartoffeln verhält. Oh, der war ja schon ausgeklappt. Die Helfer klappen das immer aus. Das ist manchmal ein bisschen undurchsichtig. Gut. Senken und los geht's. Fahren wir hier einmal durch und schauen, wie viel das da rauskommt. 1986 Liter haben wir hier geerntet. Dann springen wir in den hier rein, der 50% Schaden hat. Und ernten auch hiermit. Im Übrigen, ja, hier auf meinen Feldern, da steht Unkraut. Die sind nicht so 100% optimal bearbeitet. Aber das macht ja nichts, denn es geht in diesem Video rein darum, dass wir den Unterschied zwischen den Verschleißgraden der Maschinen rausfahren. Und da kürzt sich das einfach alles raus, wenn da jetzt Unkraut drin ist, nicht perfekt gekalkt ist oder ähnliches. Auch die Fläche ist in dem Fall jetzt egal. Es geht rein um den Unterschied. Wollte ich nochmal klarstellen. So, damit ist der Kartoffeltest auch abgeschlossen. Ich bin hier gerade in dem nagelneuen Kartoffelroder mit 2632 Liter. Und ja, jetzt werde ich das alles in die Excel-Tabelle eintragen und dann kommen wir direkt zur Auswertung. Kommen wir zur Auswertung dieses Videos. Ich habe hier den Zustand der Erntemaschinen aufgeschrieben, also bezogen auf Drescher oder Kartoffelvollernter. In der ersten Spalte war der Zustand jeweils neu, in der zweiten war der Ernter verschlissen und das Schneidwerk neu. In der dritten war beides zur Hälfte verschlissen. In der vierten Spalte war zu 75% verschlissen, das heißt, ich hatte noch 25% auf dem Balken. Und hier hinten war beidesvollkommen zu 100% verschlissen, also der Zustand war 0%. Vollkommen reparaturbedürftig. Und hierzu habe ich jetzt die Daten, wie viel das ich geändert habe. Von Raps, Weizen und Kartoffeln. Kartoffeln habe ich jetzt mit Kombination 2 nicht mehr gemacht. Aber wir sehen hier, wie das Ganze abnimmt. Wenn wir die Spalte hier mal ausblenden, sehen wir von hier bis hier sind so 130 weniger. Von hier nach hier sind so 150 weniger. Und dann sind es hier nochmal so knapp über 150 weniger. Jetzt müssen wir natürlich bedenken, hier sind wir bei 100% und hier bei 50. Die 75% hier zwischendrin haben wir nicht gemacht. Es sieht aus, als ob wir hier so einen relativ linearen Verlauf hätten. Also bis 50% nimmt so viel ab, wie es dann auf einmal von hier bis hier abnimmt. Also unter 50% nimmt das, was wir ernten, deutlich mehr ab. Und es ist auch zu beobachten, dasselbe Verhalten bei Weizen und Kartoffeln. Hier am Anfang geht relativ wenig weg und dann auf einen Schlag gehen hier 200 weg. Hier ist sogar noch mehr. Und hier am Anfang ist halt echt wenig. Ich habe dazu auch noch eine Grafik vorbereitet. Die Grafik sieht wie folgt aus. Wir haben hier das Grüne, die Kartoffeln, das Rote, der Weizen und das Blaue, der Raps. Und ich habe da jeweils eine polynomische Trendlinie durchgelegt. Wir sehen hier, so hier ist 100% und hier ist 0%, also komplett neu und komplett verschlissen, dass wir am Anfang noch ziemlich viel ernten, so bis 50%, und dann nimmt es immer schneller ab. Bei den Kartoffeln ist jetzt hier so ein Zacken drin, ja. Wie gesagt, ich bin nur eine Bahn gefahren. Das ist nicht 100% genau, aber es ist ein ganz, ganz guter Anhaltswert.
Wir sehen halt einfach, dass es bei Kartoffeln und bei den anderen Früchten jeweils genau gleich ist. Bis 50% ist so relativ wenig und dann knickt so ein bisschen runter. Und der Verschleiß nimmt einfach noch schneller zu und wir fahren noch langsamer auf dem Feld. Bedeutet als Fazit aus diesem Video, ja, man muss schauen, dass seine Maschinen immer repariert sind. Zumindest die Erntemaschinen. Schneidwerk ist es nicht so wichtig, aber die Erntemaschine an sich ist extrem wichtig. Man kann die fahren, ja, bis 50% ist noch wenig Abnahme, aber dann geht es immer schneller runter und wir ernten immer weniger. Natürlich wäre es noch besser, wenn wir hier bei 75% schon reparieren würden. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Erkenntnis schon mal, dass wir hier auf keinen Fall mit Maschinen fahren sollten, die komplett verschlissen sind. Weil wenn wir uns das mal anschauen, hier beim Weizen von 1500 und dann geht es hier runter bis unter 1000 Richtung 900, das sind ja einfach mal ja, 600 weniger. Wir können uns das Ganze noch in Prozent anschauen. So, ich habe hier das Ganze mal prozentual noch dargestellt, hier in dem unteren Bereich. Wir haben hier vorne mit neuen Maschinen 100%, was wir ernten. Wenn die Maschine bei 50% ist, ernten wir nur noch 88% bzw. 92%. Ist zu 75% verschlissen, also der Zustand ist nur noch 25%, dann ernten wir ungefähr 75% noch. Also 25% weniger, wie wir eigentlich ernten könnten. Und ja, ist die Maschine ganz kaputt, dann sehen wir hier, dass wir nur noch 60% bzw. 68%, also ja, 32% bis 40% weniger ernten. Und das ist halt schon krass. Also wenn wir so viel weniger ernten, dann könnten wir uns das ganze Sachen wie Düngen und so weiter auch sparen. Oder es ist vergleichbar damit, wie wenn wir uns das sparen würden. Schon krass. Vor allem hier 25% und dann hier direkt im letzten Schritt nochmal 15% weniger. Die ersten 50% kann man gut fahren und dann halt einfach reparieren, weil dann geht es echt rapide ab, wie wir es gerade in der Grafik gesehen haben. Ja, ich hoffe, alle Informationen, die ihr euch von diesem Video gewünscht habt, habe ich euch hier dargestellt. Falls noch was fehlt, falls ihr euch was Spezielles wünscht, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich das gerne in einem zweiten Video noch nachholen. Was auf alle Fälle noch kommen wird, ist zu schauen, wie viel machen Steine vom Verschleiß aus? Lohnt es sich, die Steine wegzusammeln? Das werden wir uns definitiv noch anschauen. Und da würde ich sagen, bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.